Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beauty Drive. Und habt noch kurz gesehen, wie eklig das gerade da aussah, der Hintergrund so. Und jetzt seht ihr schön, wie es dunkel wird. Ja, ich wollte es euch nur kurz zeigen, deswegen befinden wir uns im Menü. Wir haben heute übrigens die finale Version des 1987er Golf MK2 GTI, war das glaube ich, oder? Auf jeden Fall, das VW Golf haben wir ja heute die finale Version. Ich bin mal gespannt, was sich so geändert hat. Falls ihr sie die finale Version ist natürlich wie immer nie getestet. Und Download-Link ist. Ja, halb in der Beschreibung. Findet ihr einfach den Link dazu, findet ihr, wenn ihr kurz auf den Mods von Folge 1 bis 285 ist, das glaube ich geht. Da könnt ihr einfach raufklicken und dann kommt es zu einem Video und da wieder in die Beschreibung, da ist der Golf-Link dabei. Also da einfach nur ein bisschen kurz rumswitchen, also auf zwei Links müsst ihr gehen, ihr habt das auch schon. Ja gut, was wir heute machen werden, wir werden den einfach testen und ich würde sagen, da können wir auf Pikes Peak gehen. Hab jetzt auch den Controller wieder richtig angeschlossen und für alle, die Umfrage noch nicht gemacht haben, also eine keine Ahnung Frage, die ich euch frage, was ich denn so Let's Playen soll in diesem Jahr und besonders auch in diesem Monat, bitte einfach mal unten in der Beschreibung auf den Link klicken. Ja gut, dann haben wir noch ein paar Sachen anzusprechen und zwar... Ich werde jetzt, einige wollten den Battlefield Hardline streamen und den werde ich jetzt auch machen. Das sieht irgendwie nicht so nett aus. Egal, warte mal kurz. Battlefield Hardline Stream wird am nächsten Sonntag um etwa 13 Uhr, etwa, ja. Ich werde noch ein Ankündigungsvideo dafür machen. Wird das, wird der Battlefield Hardline Stream sein. Da werdet ihr einfach, da könnt ihr auch vielleicht mitzocken, da werde ich einfach den Server sagen und so weiter und so fort. Und dann können wir noch Battlefield Hardline zocken. Ja, ich guck kurz, so ist er da, 1987 Golf MK2 GTI. Stimmt sogar. Nehmen wir einfach mal die Turbo-Version. Hat sich irgendwas verändert? Ich glaube, die Farbe ist anders, die Felgen sind anders. Ja, die Farbe ist anders. Ich bin mal gespannt, ob sich irgendwie was am Schadensmodell geändert hat. Ich glaube, das Interior, also die... Ja, das Innen hat sich geändert. Mal sehen. Fangen wir mal los. Gut. Also, weit so gut, dann... Ich habe ja erzählt, dass ich... die Lichter hinten funktionieren ja nicht. Dass ich ein Kickstarter-Projekt backen wollte. Das hat leider nicht ganz so geklappt. Ich habe vielleicht... Klappt es nochmal sehen. Auf jeden Fall, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist heißt CoreFX und ist eine Gaming-Weste wie... Gaming-Weste wie Eric, As Real As It Gets. Weil keine Ahnung, ob ihr das kennt. Die halt eben jedenfalls euch sozusagen haptisches Feedback gibt, was im Spiel passiert. Also es lässt euch zum Beispiel den Rückstoß der Waffe fühlen oder wenn ihr getroffen werdet und so weiter. Ja, sowas finde ich eigentlich ziemlich geil und da es Eric leider nicht durchgeschafft hat, wollte ich jetzt halt eben das backen. Das wird es auf jeden Fall durchschaffen, das hat jetzt glaube ich schon 60 von 75.000 Dollar und wirklich noch 40 Tage, also ganz locker. Ja, Link in der Beschreibung, falls ihr das wollt, könnt ihr einfach mal backen oder einfach warten, bis das im September glaube ich released wird. Und ja, der fährt sich auf jeden Fall hier ganz smooth durch, der Wagen. Smooth. Gut, und ja genau, da ich mir das jetzt aber nicht backen werde wahrscheinlich... kann ich mir dafür was anderes holen. Aber komm, fahr mal weiter. Wollt ja, dass ich weiterfahre, wenn die Autos ein bisschen kaputt sind. Ja, dafür kann ich mir dann nämlich Dings holen. Nächsten Monat werde ich mir dann Oculus Rift bestellen. Das Developer Kit 2. Und das wird einerseits genutzt, um am 7. Oktober dann Aliens Isolation zu Let's Playen. Was übrigens, da haben nur 7 Leute oder so für gevotet im Dings. Nur 7 Leute haben für Alien Isolation mit Oculus Rift und Facecam gevotet. Falls ihr Facecam sehen wollt und so weiter, mich sehen wollt, Facecam, Oculus Rift, Horrorspiel, ich schreie wie ein Mädchen und so weiter, einfach könnt ihr unten in der Beschreibung auf die Umfrage gehen und da einmal für Alien Isolation voten. Das ist gleich das erste. Gut, ja, dann also genau, das Oculus Rift werde ich dann wahrscheinlich ab Dings haben. Wann wäre das? Jetzt kommt es im August, wenn man es jetzt bestellt. Also werde ich es August, September etwa haben. Ich denke mal eher so mit September. Gut, und ja, da werden auf jeden Fall noch einige Oculus Rift Videos folgen. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf Oculus Rift. Und dann später werde ich mir dafür auch noch Omni holen, das Laufband. Und dann noch Core FX, die Weste. Und dann, wenn es klappt, auch noch, kommt an vieles halt eben unterstützen, noch diese Handschuhe-Teile da. Oder vielleicht auch noch das Bodysuit. Also auf jeden Fall so das ziemlich das ultimative... VR-Erlebnis. Wird auf jeden Fall ziemlich geil. Ich bin mal gespannt. Oculus Rift hatte ich noch nie auf. Es soll auf jeden Fall ziemlich geil sein. Ich freue mich drauf. Tierisch. Glaubt ihr nicht, wie... Ich freue mich da wie so ein Hammel drauf. Zwar werde ich dadurch jetzt meinen Prozessorkauf ein bisschen verspäten müssen, aber das, denke ich mal, ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, weil Oculus Rift ist einfach geil. Und bis die Consumer-Version rauskommt, kaufe ich mir dann auch noch. Mal sehen. Die soll ja dann günstiger sein. Aber wo wir übrigens gerade beim Kaufen sind... Wir fahren hier gerade voll gut durch. Warum geht das so gut gerade?
Ja, ich werde morgen, interessant, plötzlich Löcher so im Boden. Morgen werde ich anfangen, Dings zu kaufen. Was rede ich denn da für eine Scheiße? Nein, ich werde morgen, oh Gott. Morgen wird es den ersten, den Let's Play Trailer zu einem neuen Let's Play geben. Oh nein, wer hätte gedacht. Ja, zum Juni Let's Play. Es wird vielleicht noch ein zweiter Let's Play Trailer kommen. Kommt ganz drauf an, wie sich so alles so entwickelt, ne? Also auf jeden Fall ein Let's Play Trailer wird es morgen geben. Den werdet ihr einmal auf meinem Kanal sehen können. Um, was machen wir? 14 Uhr. Morgen um 14 Uhr Let's Play Trailer auf meinem Kanal. Und den werdet ihr natürlich auch in der BeamNG-Folge sehen können. Ich denke mal, ich werde den so in der Mitte einblenden. Da könnt ihr das nämlich nicht damit rechnen und werden plötzlich überrascht. Dann wollt ihr es doch gucken. Ich bin so böse. Nein. Und ja, genau. Und hier ist noch was. Es gibt noch mehr zu reden. Ja, nämlich, es gibt jetzt bei der BeamNG-Website einen neuen Counter. Live-Counter. Und was steht da? Next Update in. Genau, das Race-Pre-Race-Update kommt jetzt endlich, kommt jetzt am nächsten Sonntag. Um 20 Uhr kommt das Pre-Race-Update. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Wenn halt eben hauptsächlich erstmal ja Verbesserungen fürs Handling werden. Also es lässt sich viel besser steuern, bin ich mal gespannt drauf. Und dann wird auch noch, ich glaube der epische Peachen, also der das kleine dreirädrige Fahrzeug, was ihr so von, keine Ahnung, so kleinen Pizzalieferanten kennt oder so vielleicht. Also diese süßen kleinen putzigen Teilchen. Oh, man sollte vielleicht auf die Straße gucken und nicht irgendwie an die Tür. Ja, das Teil wird da eingefügt werden und dann im Race-Update, das dann später kommen wird, wird dann auch der Garrett T75 kommen, also der Truck. Und ja. Alter, wir mussten noch kein einziges Mal das Auto resetten. Es gab noch keine Folge, in der wir das Auto nicht resetten mussten, oder? Könnte angekauft werden. Oh, jetzt habe ich es natürlich ausgesprochen, jetzt versuche ich wahrscheinlich so hart, das zu machen, dass ich einfach crashen werde. So, 7 Minuten sind wir schon, Hälfte geschafft. Okay, ich will gleich wieder den Counter umdrehen, der nervt mich irgendwie gerade voll. Leg mich ab. Hopp, bremsen, so. Umdrehen, so, perfekt. Dann können wir hier so einen malerischen Blick über... Ach Gott! Wow! Das war etwas verwirrend, die Kamera so zu bewegen. Aber ging hier nochmal alles gut aus. Habe ich das... Mikros unten. Ja, gut. Nicht, dass ich den mal so wie ab und zu... Ist mir ja schon 2-3 Mal passiert. Dass ich einfach mal netterweise eine ganze Folge aufgenommen habe, aber dann das Mikro oben hat und dann am Ende nichts aufgenommen hat. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem, wenn es eine gute Folge ist. Hier da vorne waren übrigens der, war unser Highscore, glaube ich. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Was wollte ich sagen? Komm, sag mir doch mal, was ich sagen wollte. So, auf jeden Fall hier nochmal schön mit Handbremse rum. Ich glaube, der Wagen zieht ein bisschen nach links. Oh. Ist vielleicht schlecht, in der Kurve geradeaus zu fahren, um zu testen, ob er irgendwo lang zieht. Da vorne ist auf jeden Fall schon das kleine Gastronomiehäuschen. Er zieht nach rechts, okay. Ja, er zieht nach rechts, eindeutig. Oh. Jupp. Und ja. Hier in diesem kleinen, ja, was so aussieht wie so ein kleiner Eingang zum Nationalpark oder so. Wo man vielleicht so ein bisschen Geld bezahlen muss, dass man hier durchfahren kann. Als ob man durch den Nationalpark fahren darf. Darf man durch den Nationalpark fahren? Naturschutzteil, meine ich. Ja, übrigens, so ein Naturschutzgebiet, also... Wisst, was ich meine, oder? Na gut. Oh. Boah, es gibt so viel zu tun. Muss man also, ich hoffe, ich denke dran, also morgen um 14 Uhr muss ich den Let's Play-Trailer, den ersten machen für das Juni-Let's Play. Vielleicht gibt es ja, wie gesagt, ein zweites Juni-Let's Play. Dann muss ich noch... Genau, das Ankündigungsvideo für den Battlefield Hardline Stream machen. Und ich muss heute noch ein eines Thief-Video machen, bestimmt das. Und was gibt's noch so? Gibt's noch irgendwas Interessantes? Genau, ich muss noch meine Hardware weitermachen ein bisschen. Ich bin ja an den PC-Komponenten jetzt weit, ja, fast fertig. Für die, die es nicht wissen, meine Hardware ist eine Serie, in der ich euch meinen PC und so weiter vorstelle. Da habe ich jetzt alle fast alle PC-Komponenten, die ich... Also, ich habe, was? Ich habe 2 Festplatten nicht drin. 2 der 3 Festplatten habe ich nicht erwähnt. Einfach weil ich zu voll war nachzugucken, welche das sind, weil ich es nicht aus dem Kopf wusste. Sonst könnt ihr alles aus meinem PC wissen. Könnt ihr herausfinden, was ich alles in meinem PC habe. Mit Infos, Daten und so weiter und so fort. Also ganz interessant. Und ja, jetzt werde ich mich der Firfibi, also der, ja, der Ausrüstung und so widmen. Und da kommt dann Maus, Headset, Controller und so weiter und so fort. Genau, ich muss noch Lautsprecher, Bildschirm mache ich auch noch.
Könnt ihr mal reingucken. Und ab 5000 Abonnenten, was hier jetzt ziemlich bald ist, nächsten Monat, denke ich, gibt es eine Roomtour, wo ihr meinen Raum, mein Aufnahmezimmer und alles sehen könnt. Ist nicht so, als hätte ich noch ein anderes Zimmer. Ja, mein Aufnahmezimmer könnt ihr dann sehen. Und da werde ich kurz meinen PC zeigen. Und ich werde auch gleichzeitig dann auch noch... Boah. Das ist schon ein geiler Blick, muss man mal sagen. Komm, wir stellen uns mal hin. Machen wir mal kurz Physikspause. Das sieht geil aus. Ja, Thumbnail für heute gemacht. So, und ja, dann werde ich auch extra nochmal eine Special meine Hardware-Folge zu meinem PC machen. Mit Videos, Soundaufnahmen, also könnt ihr Lautstärke hören und so weiter. Stromverbrauch meines Geräts habe ich, glaube ich, nicht. Also, habe ich leider nicht. Wenn man interessant sowas holen, muss ich irgendwann bestellen. Soundmessgerät muss ich mir auch mal holen. Muss ganz hören. Ja, aber dann halt eben mit Videos, Bildern, Benchmarks und so weiter, Spieleleistung, alles erklärt, gezeigt und so weiter. Ganz interessant wird das auf jeden Fall. Die werde ich dann immer machen, wenn ich irgendwie was Neues im PC habe. Und ja. Also wenn ich natürlich große neue Sachen habe, zum Beispiel eine neue Systemfestplatte, einen neuen Prozessor oder eine neue Grafikkarte, das dürfte, glaube ich, das Einzige sein. Genau, Temperaturen werde ich sagen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich interessant. Könnt ihr auf jeden Fall mal da reingucken. Und ja, so, wir sind bei 9 oder 10 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ich drehe mal den Counter gleich um. Die Uhr. So, wir sind bei 11 Minuten schon. Das gibt's ja nicht. Wir sind bei 11 Minuten und jetzt bin ich endlich mit dem Labern fertig. Ich glaube, so viel. Aber das geht heute so gut aus. Gut von der Hand kann man in dem Fall nicht sagen. Man muss eigentlich sagen, geht gut von der Zunge, das Reden. Wann haben wir jetzt eigentlich in die Stoßstange angedotzt? Das verstehe ich nicht. Sind wir da irgendwann mal gegengefahren? Keine Ahnung. So, dann bremsen wir hier, so. Handbremse, wunderbar, schlechter Drift. So, links. Whoop. Oh, nein, 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 nein. Heute ist hier übrigens Folge 299, also morgen haben wir schon Folge 300, das ist ja schon krass, ey. 300 Folgen, vor allem so, irgendwie so, ohne dass ich, klar, es gibt ab und zu die Folge, die ist langweilig, da ist so, oh nee, nicht heute BeamNG. Vor allem, da ich ja wirklich jeden Tag aufnehme, ich mache ja wirklich die Folge für den Tag, es sei denn, ich habe irgendwie an dem Tag keine Zeit, mache ich wirklich immer an dem Tag. Also, wenn ich am Montag, 16 Uhr, halb, um 16.30 Uhr aus der Schule komme, ich bin auf der ganzen Tag Schule, wenn ich um 16 Uhr, scheiße, wenn ich um 16.30 Uhr aus der Schule komme, dann mache ich mir die Messe so fertig und dann nehme ich auf, render das und dann kommt das um 19 Uhr die Folge. Also das wird alles gleich am echten Tag so, dann könnt ihr meine Stimmung haben und alles so. Ist wie so ein, ja, so ein Spiele-Vlog, weißt du? Ich muss dann eigentlich mal so über meinen Tag erzählen. Wollt ihr, dass ich über meinen Tag in Let's Players erzähle? Na, kommt irgendwie so komisch, ne? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ob ihr sozusagen so kleine BeamNG-Logs haben wollt. So, dann hier rechts. Oh, auf jeden Fall schöner Himmel. Ihr seht, vielleicht seht ihr, ich weiß nicht, ob es wenn es über 20p sieht, oben jetzt die, ja, der Himmel, der ist ja so abgestuft, das Blau, ne? Das wird übrigens auch mit dem nächsten Update gefixt, das finde ich sehr schön. Das ist so ein... Nein, 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 nein. Das ist auch so ein Stimmungskiller. Na, gut, dann hier rechts über die wunderschöne Wüstenlandschaft. Und wir müssten ja aufpassen. Ja, das müssten wir auch. Wir müssten aufpassen. Aber wir müssten ja eigentlich auch gleich am Ende der Strecke sein. Irgendwas schlecht auf dem Boden. Ich glaube, das ist die Stoßstange. Das müsste die Stoßstange sein, oder? Yep, die Stoßstange sorgt für den ganzen Qualm. Also. Das sieht bestimmt auch geil aus. Das sieht natürlich auch geil aus. Hat was. Wo sind wir? Oh, 14.20. Meine Fresse, das ist ja fortgeschrittene Folge schon. Sieht aus, als hätten wir einen Motorschaden oder so. Oh, freut mich gerade, wo das Ende dieser Strecke ist. Das ist übrigens, habe ich zwar schon erwähnt, aber für die, die es nicht mehr wissen, eine Strecke aus Dirt 1. Und das muss ja dann schon eine ganz schön lange Strecke sein. So. Gut.
So, hier nochmal schön. Ich denke mal, das gipfelt alles auf dem Berg. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Das gipfelt auf dem Berg. Ich glaube, wir machen eine längere Folge heute. Ich will die Strecke endlich mal zu Ende fahren. Ich meine, wir machen so häufig eine kürzere Folge, da kann jetzt mal auch eine längere kommen, bin ich der Meinung, ne? Vor allem muss ich sowieso ganz viele Videos noch produzieren, also. Also so hauptsächlich Audio-Videos. Da kann ich das hier mal kurz machen. Schadet ja nicht. Oh, dann hier schön links. Hier rechts rein, so ein bisschen. Jetzt lenkt er so halbautomatisch. Ein bisschen muss noch nachhelfen. Auf jeden Fall schöne Strecke, finde ich. Und es fährt sich mit dem Golf ziemlich gut. Gefällt mir immer noch sehr, sehr der Wagen. Sehr, sehr gefällt mir der. Gefällt mir ziemlich gut. Und ja. Wollt ihr übrigens ein Auswertungsvideo zu Dings? Zu meiner Umfrage später. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich die auswerten werde. Ende des Monats oder so. Anfang nächsten. Irgendwie so. Also könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Also, ob wir ein Auswertungsvideo zu meiner. Zum. Nein! Nein, 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 nein! Das war knapp. Ich will das Auto nicht schrotten. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Wir sind schon bei 16 Minuten. Ich will jetzt mal kurz gucken, wie weit wir denn noch fahren müssen. Kürzen wir mal ab. Ich nehme da vorne das Ende, oder? Also gar nicht mehr weit, okay. So, das schaffen wir jetzt noch ohne Crashen, bin ich mir ganz sicher. Das wäre unsere erste Folge wirklich im Bibel. 299 Folgen haben wir gebraucht, um eine Folge ohne Resetten zu machen. Also ohne fatalen Crash. Total Schaden, so. Klar, wir haben leichten Damage. Aber nichts, was man nicht mal fixen kann, ne? Oh. Irgendwie habe ich da gerade die Kontrolle verloren. Das war nicht so intelligent gefahren. Alter, wie haben wir das gemacht? Wir haben ein Loch in unsere Scheinwerfer gemacht. Unseren linken Scheinwerfer. So. Ja, wie ich auch sagte, das gipfelt im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich auf dem Berg. Oh. So, heute mal wieder eine Folge mit weniger Crashs, aber ich habe richtig viel erzählt. Und das hat mir auch Spaß gemacht, die Folge. Ich mag es, wenn ich richtig viel erzählen kann, irgendwie so. So, jetzt bremsen wir hier natürlich. Einmal bitte hier so zum Ende fahren. Oh ne, da geht's runter. Da will ich natürlich nicht überfahren. So. So, jetzt fahren wir hier rein. Und halten hier. So, wir haben jetzt die Dirt-Strecke, sind wir zu Ende gefahren in der längeren Strecke. Und in der Folge 299 haben wir die erste Folge ohne Crash gemacht. Ich bin auf jeden Fall ziemlich geil. Also, wie gesagt, bitte einmal sagen, ob ihr so BeamNG-Vlog sozusagen wollt. Dann, ob ihr ein Auswertungsvideo haben wollt zum, wie heißt es genau? Zur Umfrage. Und drittens noch bitte fragen, wie euch die Folge mal gefallen hat, denn die kam mir jetzt ziemlich gut vor. Sagt mir das mal bitte. Ich will das nämlich so einschätzen können, ne? Ja, okay, dann danke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.